Schüler des Evangelischen Gymnasiums und des Steenbeck-Gymnasiums haben einen Beitrag vorbereitet. Stimmung gegen Menschen lässt sich ganz leicht machen. Und das passiert auch in unseren Tagen. Dass Erinnerung eben nicht verblasst, sondern da ist, ins Auge fällt. Anlässlich der 84. Jahrestages der Reichspogromnacht gibt es wieder eine Veranstaltungsreihe in Cottbus. Zieht sich so über den ganzen Tag. Was ist denn alles geplant? Um 11 Uhr wird es an der Gedenktafel für die alte Synagoge neben dem Gebäude der Stadtwerke ein von der Stadt organisiertes Gedenken geben. Musikalisch gerahmt von der Bläsergruppe des Evangelischen Gymnasiums. Es werden einige Reden da sein und Schüler des Evangelischen Gymnasiums und des Steenbeck-Gymnasiums haben einen Beitrag vorbereitet und selbstverständlich werden auch Menschen der jüdischen Gemeinde mit dabei sein und der Vorsitzende wird auch sich zu Wort melden. Wie wichtig ist es denn Tatsache, Jahr für Jahr diesen Tag nicht außer Acht zu lassen und immer wieder sich vor Augen zu halten? Stimmung gegen Menschen lässt sich ganz leicht machen. Und das passiert auch in unseren Tagen. Die Geschichte zeigt mit der Verfolgung der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus eines der schlimmsten Beispiele, wohin es führen kann, wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn sie verteufelt werden, wenn sie quasi nicht mehr als Menschen angesehen werden und nur noch der Vernichtung zugeführt werden sollen. Und daran zu erinnern ist sehr wichtig, weil schlechte Worte über einen Menschen haben Wirkung. Nicht umsonst gehört es zu den 10 Geboten, du sollst kein falsches Zeugnis reden, also keine Lügen, keine Unwahrheiten verbreiten. Was hat es an dem Tag mit der Stolperstein-Putzaktion auf sich? Vielleicht ein kurzer Einblick dahingehend. Die Stolpersteine liegen ja teilweise schon seit einigen Jahren und sind Witterungseinflüssen, aber natürlich auch dem Laufen ausgesetzt. Und das zeigt Wirkung. Die Steine werden dunkel, haben Dreckspuren. Das ist die eine Seite, die wirklich auch dann ins Auge springt, wenn die Steine geputzt sind. Die andere Seite, es ist auch etwas, was mit den Menschen, die putzen, etwas macht. Sie sorgen dafür, dass Erinnerung eben nicht verblasst, sondern da ist, ins Auge fällt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und was mich dabei besonders anrührt, wenn ich das beobachte, es ist auch eine Haltung der Demut, wenn man quasi vor der Erinnerung an Verstorbene, an Ermordete, sind ja keine Verstorbenen in dem Sinne, an Ermordete einfach kniet.